Ich bin Thomas Laschig von Volksverpetzer und wir haben in den letzten paar Tagen auf Twitter, Facebook und Instagram nachgefragt, welche Dinge ihr denn schon immer von Volksverpetzer wissen wolltet. Ja, wir haben natürlich viel Content, sind auf vielen Plattformen, aber wer sind denn VolksverpetzerInnen? Wer bin ich eigentlich und was machen wir so? Wer steckt hinter uns? Etc. etc. Ihr habt uns viele Fragen geschickt. Wir haben uns ein paar rausgesucht und jetzt werde ich die mal beantworten, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernen könnt. So, die erste Frage. Anna fragt, welches Ereignis war ausschlaggebend für die Gründung von Volksverpetzer? Also, den Blog hatte ich damals mit ein paar Freunden schon gegründet gehabt, als, ja, Blog, wie man ihn halt, wie es Tausende wie Sand am Meer gibt. Da haben wir uns einfach politisch ein bisschen so ausgetobt, ein paar Kommentare geschrieben, was einen so in den Sinn kam, was halt nicht unbedingt in Facebook reingepasst hat. Volksverpetzer als Anti-Fake-News-Blog ist einmal im Herbst 2015 entstanden. Also damals habe ich gerade persönlich auch extrem viel gegen Fake News, gegen Hass und Hetze auf Schutzsuchende in Social Media diskutiert. Ich habe die Kommentarspalten durchforstet und mich hat dieser Hass erstaunt und auch der Wille, so viel Unsinn zu glauben, der teilweise wirklich auf den ersten Blick erstunken und erlogen war und dann auch noch die Webseiten, die daraus Kapital geschlagen haben und dann auch noch Politik, die das alles auch noch ernst genommen hat und eine Partei, die AfD, die dadurch auch mit groß geworden ist. Und dann habe ich angefangen, in den Kommentarspalten zu diskutieren und ja, versucht den Leuten zu sagen, hey, wieso glaubt ihr das? Dafür gibt es keine Belege, die Polizei hat das gesagt, das ist ein unseriöser Blog, etc. etc. Und habe halt schnell gemerkt, wie fruchtlos diese Debatten sind und dass ich auch immer wieder dasselbe schreiben muss. Und als ich dann angefangen habe, ellenlange Kommentare zu schreiben mit dutzenden Belegen und dann am Ende werde ich sowieso geblockt oder als linksgrün versiffter Gutmensch beschimpft, dachte ich mir, poste ich diesen ganzen Kommentar quasi direkt in Volksverpetzer und dann kann ich selbst einfach noch kopieren und auch andere können sich daran bedienen und in den Kommentarspalten da ein bisschen für die Wahrheit und für die Menschlichkeit kämpfen. Und ja, so hat es eigentlich angefangen. Ja, wenig später sind wir dann als Kolumne zu Mimikama gegangen, die österreichischen Faktenchecker und auch noch gute Freunde von uns. Aber Anfang 2018 haben wir dann uns beschlossen, dass wir den Blog alleine weitermachen, mit ein bisschen anderen Ansatz, getrennte Wege gehen, dass wir auch uns ein bisschen austoben können, weil es teilweise ja auch nicht der Ansatz von Mimikama gewesen ist. Und ja, zu dem Zeitpunkt ist das alles ein Hobby, ne? Also nebenher, ich habe studiert zu dem Zeitpunkt noch und ein paar Freunde und Freundinnen haben mitgemacht und wir haben es einfach nur nebenher in unserer Freizeit gemacht. Sascha fragt, wie ist euer Name entstanden? Ja, Volksverpetzer klingt ja erstmal ein bisschen krass, ich weiß. Ein bisschen bereue ich es inzwischen auch schon. Ja, damals war es einfach ein kleiner Blog. Der Sinn dahinter war, wir verpetzen Volksverhetzer, Volksverpetzer. Also dieses Wortspiel natürlich, weil es geht darum, wir wollten halt aufzeigen, was Volksverhetzer machen. Wir wollten halt das anprangern und das auch darstellen und wir wollten natürlich auch ein bisschen selbstironisch sein, ein Wortspiel machen, so ein bisschen lustig sein. Wir nehmen uns ja auch gerne selbst auf die Schippe und ja, mit Volk am Anfang war es sogar praktisch, weil viele Rechte dachten auch, wir seien auch eine rechte Seite. Dann haben wir viele auf unserer Seite so bekommen und damals hatten wir noch gehofft, dass wir da ein bisschen die Leute mit Fakten abholen können. Wir waren auch ein bisschen, teilweise ein bisschen sachlicher und ruhiger als jetzt, aber dazu kommen wir später noch. Ich weiß nicht, ob ich den Namen heute nochmal genommen hätte, nachdem ich gewusst habe, dass wir so groß werden und dass wir da so viel machen, weil es jetzt halt teilweise auch ein paar Leute abschreckt. Ich habe von vielen gehört, die erstmal sagen, ah, was ist denn das? Und uns dann trotzdem natürlich dann gemocht haben, als sie es dann gelesen haben. Aber ja, es war ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint. Und ja, erst später habe ich festgestellt, dass halt die Leute sagen, oh, ihr verpetzt das Volk, wie böse und sowas. Und das war eigentlich gar nicht so intendiert gewesen. Eine Frage über Instagram war, ist Volksverpetzer euer Vollzeitjob? Ja, also meiner schon inzwischen. Anfang 2018 haben wir natürlich den Blog in seiner jetzigen Form aufgezogen, als Anti-Fake-News-Blog, als Aufklärungsmedium, aber alles noch als Hobby. Es waren ich und meine Freunde, Bekannte aus dem Internet, AktivistInnen, die sich da engagiert haben. Wir haben dann die Möglichkeit gegeben, dass Leute ja mal in
PayPal was spenden, uns auf Steady unterstützen als dauerhafte UnterstützerInnen mit ein paar Euro im Monat. Und das ging ratzfatz, dass ich Ende 2019 zusammen mit dem Ende meines Studiums genug Geld da so zusammengekommen ist, dass ich das einfach machen konnte. Und dann war es richtig weird. Anfang 2019 saß ich da und sag, okay, ich habe jetzt keinen Job, ich habe kein Studium, ich mache jetzt Volksverpetzer. Und inzwischen sind wir auch angewachsen. Der Kollege Andreas Bergholz ist inzwischen auch Vollzeit angestellt. Die Gordana, Larena, der Marcello und den Frederik und den Philipp. Die sind alle nicht Vollzeit, aber vielleicht ändert sich das demnächst auch noch, wenn ein paar Studien fertig sind und wenn wir mehr UnterstützerInnen bei Steady bekommen und dann das Gehalt für die Leute auch sichern können. Und ja, das ist ein Vollzeitjob, es gibt ja mehr als genug zu tun. Also ich meine, ihr seht ja teilweise, schaffen wir gar nicht mehr jeden Tag so ein 0815-Fake zu entlarven, weil das so viel ist und wir versuchen uns dann auf größere Sachen zu konzentrieren, weil wir halt auch nur so viel Zeit haben und es steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Aber danke, dass ihr das überhaupt ermöglicht, das ist ein Wahnsinn, wirklich. Eine weitere Frage auf Insta ist, seid ihr der Meinung, dass ihr mit eurer Arbeit etwas Positives bewirkt und wenn ja, was? Ja, doch, natürlich. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würden wir das auf gar keinen Fall machen. Wir sehen natürlich, wenn in vielen Kommentarspalten Leute unsere Artikel verlinken oder unsere Recherchen aufgreifen, dass die Leute natürlich was an die Hand bekommen. Also, und auch an den ganzen Rückmeldungen von euch, von den ganzen UnterstützerInnen oder wenn wir andere InfluencerInnen treffen, die sich dann für unsere Arbeit bedanken. Es ist super einfach, einfach irgendwas zu behaupten oder nachzuplappern, was irgendwie ein Typ auf Telegram gesagt hat. Ihr glaubt's ja sonst nicht. Ihr fragt wieder nach Quellen. Irgendeine Schlagzeile, die absichtlich irreführend ist und dann Leute, die eh schon dieser Meinung sind, wiederholen das dann einfach. Und es ist unglaublich schwer, das alles zu widerlegen, gut zu recherchieren, zu schauen, dass auch alles stimmt, was man sagt. Wer hat denn die Zeit, selbst wenn man die Fähigkeiten hat dafür, das zu recherchieren, nachzugoogeln, Google-Rückwärtssuche etc. etc. Wer hat denn die Zeit, das den ganzen Tag zu machen? Und da kommen wir ins Spiel. Und deswegen hoffen wir da viel Präventionsarbeit zu leisten, Leute aufzuklären über die Mechanismen allgemein und über konkrete Fälle. Ich glaube, das funktioniert schon und da sind uns, sagen sie zumindest, viele Leute dankbar und ich nehme an, das ist auch etwas Positives. Dann kam auf Twitter, also die Frage kam öfter, wer finanziert euch, wer sind die Geldgeber? Und das ist natürlich das Argument von allen QuerdenkerInnen, RechtsextremistInnen, ach, ihr werdet doch nur bezahlt, wer bezahlt euch eigentlich, bla bla bla, etc. Ich meine, ich habe es gerade gesagt, unsere Fans, unsere Leserinnen und Leser, unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, wir kriegen von niemandem Geld, außer Leuten, die uns das freiwillig geben über Steady, über PayPal. Also, ich meine, natürlich ist es so einfach, wenn Merkel und bla 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 und George Soros und Bill Gates und... Aber ich meine, das sagen viele und in den Querdenkerkreisen sind sie auch völlig überzeugt und so Querdenker wie Füllmich lügen dann rum und deuten dann an, ah ja, wir werden irgendwie von Tech-Konzernen bezahlt oder was nicht alles. Sie haben dafür schon Abmahnungen rausgeschickt. Ich meine, wenn es mal jemand fragt, frag nach einem einzigen Beweis dafür, ganz ehrlich. Wir sind einfach durch Crowdfunding finanziert. Oh, und Merchandise in unserem Shop, das ist auch noch ein kleines Ding. Aber ich meine, das kommt auch von unseren Fans, ne? Dann verkaufen wir so lustige Sachen wie vegane Schoko-Nikoläuse, die eine frohe, politisch korrekte Jahresendfeier wünschen. Aber ja, das ist kein großer Hokuspokus. Jeden Tag kommen 5 Euro, 10 Euro von ganz vielen Leuten rein und das reicht. Und wir machen das, weil wir überzeugt sind. Keine Verschwörung da hier zu sehen, ne? Tinker fragt, wie ertragt ihr die ganze Scheiß-Emoji, die ihr für uns recherchiert und aufarbeitet? Meditiert ihr, Beruhigungstee, MMA, Boxsack, auf dem Schrottplatz alles kaputt hauen oder alles zusammen? Wir machen diese Arbeit nicht und regen uns dann auf, sondern wir regen uns auf und deswegen machen wir diese Arbeit. Wenn ich diese Fake News lese, wenn ich wieder Hassnachrichten bekomme, wenn wieder irgendjemand Blödsinn verteilt und der dann auch massenhaft geglaubt wird, das regt mich auf. Und meine Therapie ist,
das aufzuschreiben, also mich hinzusetzen, genau rauszuschreiben, was daran nicht stimmt, das schön genüsslich zu zerlegen, die Quellen zu suchen und das auch anzuprangern und das zu veröffentlichen und dann auch sehen, wie Leute dann den Artikel nehmen und sagen, ha, das stimmt nicht, hier sind die Recherchen, hier hat Volksverpetz das recherchiert, hier sind die Quellen, überzeugt euch selber, dass ich den Leuten dieses Werkzeug in die Hand gebe, um selbst gegen diesen Hass und diese Lügen zu kämpfen, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich beruhigt. Ich reg mich auf, wenn ich was sehe und dann nicht einen Artikel schreiben kann. Also die Artikel, die Videos sind das, wie wir machen, dass es uns nicht aufregt. Eine weitere Frage über Insta. Wie oft wird euch im Netz Gewalt angedroht? Ja, häufig eigentlich. Fast jeden Tag. Das Problem ist, Internet ist sowas von ein rechtsfreier Raum. Du kannst Dinge anzeigen, wie du willst. Selbst wenn es... Wir hatten auch schon Terroranschlagsdrohungen. Ich hatte schon Drohbriefe im Briefkasten. Und die Polizei macht eigentlich nie was. Die Sachen sind halt auch sehr oft so formuliert, dass sie halt noch unter die Meinungsfreiheit fallen. Du kannst ja sagen, ich könnte mir vorstellen, wie für euch ein Galgen errichtet wird oder sowas. Ja, er hat nicht gesagt, dass er uns aufhängen möchte oder sowas, ne? Du kannst sagen, in meiner Meinung nach solltet ihr hingerichtet werden. Boom, von der Meinungsfreiheit gedeckt. Im Gegensatz zu dem, was diese ganzen Nazis und Querdenker behaupten, ist die Meinungsfreiheit extrem, extrem weit. Und nur durch Andeutungen, durch rhetorische Fragen, durch Konjunktive können sie alles sagen. Und das geht dann einfach durch, abgesehen davon, dass sogar ernsthafte Sachen, wenn er gesagt hat, oh komm, ich will einen Terroranschlag bei euch zu Hause machen, dann passiert nichts. Und was sollen wir dann halt machen, ne? Können wir nichts machen. Askim fragt, ihr bekommt doch bestimmt auch etliche unschöne und widerliche DMs und PNs, wie geht ihr damit um? Ja, wie ich gerade gesagt habe, natürlich sind auch super viele Beleidigungen dabei oder irgendwelche herablassenden Kommentare oder auch wirklich so aggressiv freundliche Kommentare, die halt einem nur unterstellen, dass alles gelogen und gekauft ist oder was auch immer. Jeder im Team geht damit anders um. Ich persönlich lese das einfach nicht mehr. Also, ich meine, wenn das schon anfangen, hey, ihr Luschen, eine harmlose Variante, dann, ja, gelöscht, geblockt. Also, ich habe keine Zeit damit, einfach Hassnachrichten zu lesen. Das wäre ein Vollzeitjob. Ich meine, ich bin jetzt schon jeden Tag Stunden damit beschäftigt, diese Leute zu blocken aus den Kommentarspalten, aus dem E-Mail-Postfach. Und das ist schon die geringere Arbeit. Es ist Wahnsinn, wie viel Hass da ist und wie viel Aggression. Aber ja, ich lese die Sachen nicht mehr. Also teilweise mache ich unser Postfach auf und dann sehe ich schon einen Hassbrief und ich zerreiß das dann ungelesen und schmeiß das weg, weil das ist einfach nur verschwendeter Ärger. Diese Leute sind machtlos und versuchen das an uns auszulassen und das Effektivste ist es einfach nicht an uns ranzulassen. Hier fragt Caroline, I guess, wie kann man sich bei euch bewerben? Wie viele Gruppen arbeiten minus simultan an verschiedenen Themen? Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, Volksverpetzer, das bin nicht nur ich oder auch nur ein kleines Team. Natürlich gibt es ein Team, das fest angestellt ist. Aber wir sind natürlich noch ein viel größerer Kreis an freien AutorInnen, an Leuten, die sich einfach ehrenamtlich engagieren, an AktivistInnen, die ab und zu mal was schreiben. Ihr könnt euch an redaktion@volksverpetzer.de wenden, wenn ihr uns irgendwie helfen wollt bei einer Recherche, auf Telegram, beim Schreiben oder mit sonst irgendwas. Wir sind offen, wir sind ein Kollektiv, wir sind kein von oben herab diktiertes Medium. Wir sind auch aus der Crowd gewachsen und da kann sich theoretisch jeder engagieren. Ja, wenn wir nicht auf jede E-Mail antworten können, dann liegt es halt auch daran, weil wir auch enorm viele E-Mails bekommen. Ja, vielleicht wollt ihr uns ja auch beim Verwalten der E-Mails helfen. Paco findet, wir machen einen super Job. Nie war es so wichtig wie in diesen Zeiten. Dankeschön. Mich würde interessieren, wie man euch unterstützen kann. Ja, genau. Also entweder könnt ihr euch engagieren oder natürlich finanziell unterstützen. Ich hatte PayPal und Steady erwähnt, unseren Shop. Das hilft uns und ermöglicht halt uns halt auch die Leute anzustellen. Und wer nicht viel Geld hat, oft schreiben auch Leute, hey, ich habe Hartz IV, nicht viel Geld übrig, whatever. Bitte spendet uns dann nichts. Wir machen das nicht wegen dem Geld. Wir brauchen das nur, um den Laden hier am Laufen zu halten. Uns hilft es enorm, wenn ihr uns teilt, liked, abonniert, vielleicht auch selbstständig mal vorbeischaut in der Webseite.
Das ist schon enorm viel wert und so können wir alle einen Beitrag leisten, ein bisschen mehr zur Aufklärung beizutragen. Marcel fragt, ich hätte gerne gewusst, ob ihr eure Gastkommentatoren auch irgendwie vergütet. Ja, kommt drauf an. Also generell ja. Wie ich hatte vorhin GastautorInnen erwähnt, freie JournalistInnen, die für uns schreiben. Und wir suchen tatsächlich auch gerade neue JournalistInnen, die sich bei uns auf Artikelbasis gegen Honorar auch melden können. Wir wollen natürlich auch gern gute Arbeit vergüten. Also ja, tun wir. Oftmals ist es halt aber auch so, dass die Leute ja das auch uns einfach dann schenken, in Anführungsstrichen, oder wir dürfen einen Kommentar von woanders zweit veröffentlichen, weil die Leute meinen, denen ist es wichtiger, da die Message rauszukriegen, oder sie haben einfach selbst Lust, sich zu engagieren und machen das freiwillig als Hobby, als Ehrenamt. Wer das dann nicht will, muss das natürlich auch nicht, nehmen wir auch gerne, aber generell vergüten wir es natürlich auch, klar. Die Svenja fragt, habt ihr schon mal verschwurbelte Schwurbler bekehrt und dafür Dankesbriefe erhalten? Also ja, schon, das ist nicht unmöglich, haben wir schon gehört. Wir haben auch von vielen gehört, die gesagt haben, keine Ahnung, mein Freund hat eure Artikel geschickt und so, und dann habe ich mich ein bisschen wieder eingefangen oder whatever, oder ab und zu ein paar Kommentare schon gehört. Wir hatten auch mal ein Interview mit einer Aussteigerin aus der Verschwörungsszene, die dann auch gemeint hat, ja, so verschiedene Aufklärungsseiten, unter anderem wir, haben dabei geholfen. Das ist natürlich super cool und ist natürlich das wäre das größte der Gefühle, wenn es dann auch einen Impact bei den Leuten hat. Und das freut uns natürlich riesig. Aber es ist jetzt nicht die Mehrheit, also das passiert nicht so jeden Tag. Peacemaker schreibt in Twitter, wie sollte man mit guten Freunden umgehen, die in die Verschwörungstheorie gerutscht sind? PS-Argumente bringen nichts mehr. Wir haben dazu diesen Artikel hier geschrieben und da habe ich versucht, ein bisschen das zu erklären. Die Sache ist die, und da kommen wir auch ein bisschen auf die Frage zuvor zurück, es ist am besten, wenn man die Leute abholt, bevor sie ganz reinrutschen. Denn wenn man ganz reinrutscht in die Verschwörungstheorie, das ist alles so, das ist so ein riesiger Zirkelschluss an Logik, dann kommt man da sehr schwer wieder raus. Du brauchst wirklich Aussteigerprogramme. Generell raten wir davon ab, online zu diskutieren oder öffentlich oder mit ZuschauerInnen. Es ist einfacher, unter vier Augen mit den Leuten zu reden, in echt. Ist natürlich in der Pandemie sehr schwer für viele gewesen, da irgendwas zu machen, und natürlich auch gefährlich. Aber generell, wenn es Freunde, Bekannte sind, dann setzt euch mal hin, betont Gemeinsamkeiten, die unterschiedlichen Vorstellungen von Pandemie oder whatever das Einzige sind, was euch trennt. Versucht dann ein bisschen einfach zu hinterfragen, zwar ein bisschen sagen, also nicht, dass sie Argumente bringen, die ihr widerlegt, weil das wird dann ein endloser Zirkel und es ist immer einfacher, Bullshit zu erzählen, und ad hoc könnt ihr das wahrscheinlich eh nicht widerlegen, sondern umgekehrt, ihr müsst die gegenteilige Dynamik erreichen und ihm Fragen stellen. So, ja, wenn denn alle Medien daran beteiligt sind, wie kann das sein? Das sind doch hunderttausende Menschen und weltweit, wie kann das alles geheim gehalten werden? Und wenn sterben auch Reiche an und bekannte Persönlichkeiten an Corona, warum passiert das? Und so einfach so kritische Fragen, so die offensichtlichen Löcher stellen. Also wäre das denn nicht schon längst aufgeflogen? Und profitiert wirklich wer davon? Etc. etc. Würde die Pharmaindustrie nicht mehr davon profitieren, von den Folgen von Long-Covid zu verdienen, als von der Impfung, die gar nicht so viel kostet? Etc. So ein bisschen so solche kritischen Fragen stellen, aber lest es einfach mal in Ruhe. Ewe fragt, welchen Sinn macht es, nur für uns zu schreiben? Wir haben aufgehört zu versuchen, online die zu erreichen, die auch da schon fest drin sind in den Verschwörungsmythen. Eben weil da ist dann quasi, dann greifen einfach nur die intellektuellen Reflexe und sagen, ach, Volkswagen hat es ja gekauft, das ist doch alles nur gelogen und bla bla bla. Und dann kommen nur die Beleidigungen und sowas. Und dann kann man sich schön sein Weltbild aufrechterhalten. Und wir versuchen tatsächlich eher, für uns zu schreiben. Also natürlich, wir bieten euch das Werkzeug, die Werkzeuge, die Recherche, die Quellen, die Argumente, damit ihr im Alltag, in den Kommentarspalten etc. da die Stirn bieten könnt. Wir machen Aufrufe an die Öffentlichkeit und versuchen auch ein bisschen zu warnen vor der Gefahr von Verschwörungsmythen, von Fake News, von Rechtsextremismus. Und wir sehen es so, wir plädieren dafür, die Fake News-Verbreiter in Quarantäne zu stecken, ihnen keine Plattform zu bieten, sie auszutrocknen sozusagen, und alle anderen gegen Verschwörungsmythen zu
impfen, um jetzt in einer aktuellen Metapher zu bleiben. Und dann sagen wir ihnen, was sind typische Mechanismen, wie arbeiten große Verschwörungsmythenverbreiter etc. Willem fragt, wie oft habt ihr schon einen dezidierten, gut geschriebenen Widerlegungsversuch auf einer eurer Beiträge bekommen, der nicht sofort als Schwachsinn erkennbar war, sondern echter Bearbeitung bedurfte, Quellencheck, Faktencheck, nachrechnen? Wie oft habt ihr schon mal eure Argumentation anpassen, abändern müssen, weil es gute, richtige und überzeugende Argumente gegen eure Positionen gab? Gibt es sowas, kritische, korrigierende und nicht irre Leserbriefe auch nur im Ansatz? Oh ja, natürlich. Also ich meine, es gibt unglaublich viel Hasskommentare und die lese ich dann auch nicht. Aber das heißt natürlich nicht, nur weil jemand einen beleidigt oder ja, super aggressiv argumentiert, heißt das ja nicht, dass er nicht recht hat. Und das passiert eigentlich recht häufig, muss ich sagen. Es sind dann meistens natürlich dann nur Kleinigkeiten. Aber ich sage immer, wenn wir wirklich was falsch gemacht haben, werden uns nicht nur Querdenker und Nazis darauf hinweisen. Und es ist ja dann klar, wenn es dann von jemandem kommt, dem man das wirklich nie unterstellen kann, sagt, hey, und auch ein bisschen sachlich, das ist falsch, Volksverpetzer, oder halt dann auch zu sagen, hey, wie könnt ihr sowas schreiben, das stimmt doch nicht, wegen dem und dem und dem. Wir hinterfragen uns komplett selbst jeden Artikel. Intern wird dort diskutiert, hey, kann man es überhaupt so formulieren, stimmt das so, ist das belegt, etc. Und ihr wisst auch gar nicht, wie oft wir Artikel nicht veröffentlicht haben, weil uns dann die Quellen gefehlt haben oder nicht gut genug argumentiert ist. Und wir haben schon öfter mal Artikel auch komplett zurückgenommen, weil es einfach auch Quatsch gewesen ist. Auf Twitter auch mal kürzere Sachen, wo man weniger recherchiert hat, auch schon mal gelöscht oder sowas und neu formuliert. Das sind meistens dann eher so Detailfragen. Ah, das war unsauber formuliert, das war missverständlich. Sowas kommt viel häufiger vor, aber das wird dann sehr schnell in den Kommentarspalten deutlich. Oder wenn wir merken, es kommen ganz viele Beleidigungen, die immer wieder dasselbe aussagen, dann ist es auch ein bisschen Eingeständnis, dass wir da vielleicht unsauber formuliert haben oder ein bisschen was nachbessern mussten. Und es passiert öfter. Selten haben wir richtig krass gravierende Fehler gemacht. Aber wenn, dann versuchen wir das auch immer sehr transparent aufzudecken. Hier zum Beispiel aus dem Januar 2020 hatten wir einmal geschrieben, dass Corona nicht gefährlicher ist als die Grippe. Uhu, peinlich. Aber dann natürlich 2 Monate später auch sofort wieder korrigiert. Und das wurde uns noch 1,5 Jahre später von QuerdenkerInnen und Co. Nachgehalten. Oh, ihr habt aber auch mal einen Fehler gemacht. Es geht ja nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern allgemein aufrichtig, ehrlich, wissenschaftsbasiert zu kommunizieren und auch eigene Fehler zu korrigieren. Ne? Was macht ihr, wenn es keine AfD und keine Verschwörungstheoretiker mehr gibt? Da kann man eigentlich dicht machen, dann haben wir gewonnen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn es wirklich keine mehr gäbe, dann ist unsere Gesellschaft einfach eine viel bessere Gesellschaft. Natürlich hatte ich nie vorgehabt, das jetzt zu meinem Beruf zu machen, aber jetzt ist es so. Ja, es wird immer, ich meine, auch in der seriösen Politik gibt es immer mal und eigentlich von allen politischen Ausrichtungen irgendwelche Takes, die wissenschaftsfeindlich sind. Klima gibt es ja super viel Fakes auch noch. Das sind Sachen, die wir auch gerne machen würden und heute immer wieder sehen und ab und zu auch noch was bringen, also in der Mainstream-Politik auch dafür einen faktenbasierten Diskurs kämpfen und dann ja natürlich nicht mit denselben Werkzeugen wie gegen Nazis und Verschwörungsideologen. Aber wir könnten dann ja einfach weitermachen und auf Wissenschaft pochen, auf Wahrhaftigkeit. Und es gibt ja auch immer noch in den Mainstream-Presse immer noch wieder irreführende Überschriften und Fake News, die versehentlich oder nicht da weitergemacht werden. Ich meine, keine Ahnung, die Bild-Zeitung gibt es ja auch noch. Patricia fragt, warum seid ihr regierungshörig und Schlafschafe? Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das ein satirischer Kommentar ist oder ernst gemeint von einem Troll, aber die süßen Emojis habe ich mir gedacht, das ist vielleicht auch einfach als Scherz gemeint. Und ja, ich möchte sagen, warum kommt irgendjemand darauf, dass wir regierungshörig seien? Habt ihr mal wirklich ernsthaft unsere Webseite angeschaut? Also ich meine, wenn wir über die Regierung reden, dann kritisieren wir sie auch sehr oft. Und was ist ob die Regierung? Bei uns findet ihr Kritik quasi an allen Parteien immer mal wieder. Je nachdem, wir sind auf der Seite der Wahrheit und hier auf der Seite der Regierung. Das Problem ist, weil wir vor allem Leute kritisieren, die von sich selber sagen, sie seien gegen die Regierung, denken die dann automatisch, wir seien für die Regierung. Das offenbart schon ein bisschen das falsche und viel zu einfache Weltbild von diesen Leuten. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, wir sind auf der Seite der Wahrheit. Wir haben auch tatsächlich in Corona wegen den Maßnahmen auch ganz oft die Regierung kritisiert, dass keine gescheiten Lockdowns gemacht wurden, dass Lockdowns
zu spät gekommen sind. Da ist doch auch Kritik an der Regierung. Aber weil es quasi das Gegenteil von dem ist, was Querdenker sagen, sind wir jetzt für die Regierung, weil die Querdenker sagen, sie sind gegen die Regierung. Also, was ist denn das für ein Unsinn? Also, das sind Leute, die die Welt nicht verstanden haben und einfach eine viel zu kleine Erklärung dafür wollen. Und dann kommt sowas dabei raus. Wer ist unser Anwalt? Es ist nicht Chan Jo-yun. Wirklich nicht. Wenn es irgendwann eure Inhalte als App für Smartphone geben, wäre super. Tatsächlich haben wir schon mal was vorbereitet. Wir müssten das mal fertig machen, aber wir informieren euch, wenn es das mal gibt. Wie steht ihr zu Veganismus? Also wir haben ein sehr diverses Team. Ich glaube, positiv. Ich selbst persönlich bin auch vegan. Aber ja, beim letzten Teamtreffen haben wir auch schon alle vegan gegessen. So ist nicht. Das machen wir natürlich gerne. Ist natürlich auch eine gute Sache. Ah, der Graslutscher fragt, wie sieht das Vollzeithetzer-Team eigentlich nackt aus? Zwecks Anonymisierung könnt ihr die Augen schwärzen. Dieser Schlingel, der hat uns einmal da reingelegt und... warte mal, das machen wir weiter. Wie groß seid ihr im Durchschnitt, fragt Michael. Okay, das schauen wir mal erstmal nach. So, ich habe extra alle im Team gefragt, also ich habe nicht von allen Rückmeldungen bekommen. Im Schnitt wollte die Person wissen. Oh shit, ich glaube, ich bin unterdurchschnittlich groß. Nein. 1,73. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam. Ich hoffe, ihr habt einiges über uns gelernt. Wenn ihr weitere Fragen habt, die wir noch nicht beantwortet haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie nach Möglichkeit. Und wenn ihr das auf YouTube anschaut, ja, wir sind auf YouTube, freuen wir uns natürlich auch gerne über Abos und Teilungen und dass ihr weitererzählt, dass es uns auch auf YouTube gibt. Ansonsten schaut auch gerne in YouTube vorbei, das gibt es noch nicht so lange. Wir freuen uns über Feedback, das keine Beleidigungen enthält, und über Unterstützung unserer Arbeit in jeglicher Form. Ich habe es in dem Video ja schon dargestellt. Danke euch, bis zum nächsten Mal.